Ja, wir haben noch hier Illustrationen, und zwar hier haben wir Symbole, Standardformen. Wenn man hier draufklickt, haben wir hier die gebräuchlichsten. Man kann hier übrigens die auch etwas weiter reinschieben und dann haben wir die hier entsprechend drin. Und ja, das Feld kann man natürlich auch wieder löschen und taucht hier oben natürlich wieder auf. Wenn man eine Form auswählt, draufklicken, dann hat man hier ein kleines Kreuz und an der Stelle linke Maustaste gedrückt lassen und dann die Form entsprechend aufziehen. Und man sieht hier auch, manche Formen haben hier noch so einen gelben Punkt, dann kann man die Form selbst auch nochmal entsprechend verändern und natürlich hier an den Ziehpunkten dann ebenfalls. Wenn ich in die Mitte gehe, habe ich so dieses Doppelkreuz und dann kann ich diese Form natürlich noch verschieben. Ja, die Schaltfläche daneben, wenn ich da drauf klicke, dann habe ich hier eine Zeichensymbolleiste und hier habe ich dann die Möglichkeit, mit Linien entsprechend zu arbeiten, eine Freihandlinie entsprechend zu gestalten. Wenn ich die Form schließe, dann wird die sogar gefüllt. Ich habe jetzt hier nochmal meine Standardformen. Hier habe ich noch einmal die Standardformen, die ich oben schon hier hatte an dieser Stelle. Dann habe ich hier noch weitere Symbole, Pfeile, Sterne, Sprechblasen. Wenn ich da eins auswähle, kann ich hier die Sprechblase aufziehen. Und wenn ich die aktiviert habe und hier zu schreiben beginne, dann schreibt mir hier automatisch in diese Sprechblase hinein.